Also die Gelehrten unter den Ahlul Kitab in Medina wussten das. Und dennoch waren sie Kuffar. Und weiter, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Sehr ähnlich der Ayah von Baqarah, aber hier in Al-An'am, die 20. Ayah. Schau, wissen bestimmt, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist, wie er hier gepostet hat. In einer anderen Ayah, auch in Surat al-Baqarah, die Ayah 89. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا dann heißt es weiter فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين und als sie das bekamen, was sie kannten, schau was Allah sagt. Allah sagt über die Ahlul Kitab, und er hat das hier schon gepostet, als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, schau, Allah sagt über die Ahlul Kitab, als aber zu ihnen das kam, also die Offenbarung, der Koran, der Gesandte, die Sunna, als der Islam zu ihnen kam, als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, da leugneten sie es. Darum lastet der Fluch Allahs auf den Ungläubigen, auf den Kafirun. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. Ja, also Allah subhanahu wa ta'ala hat hier festgehalten und bestätigt, dass diese Leute genau Bescheid wissen, dass der Islam die Wahrheit ist. Waren sie deswegen Muslime? Nein. Allah selbst sagt, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Darum lastet der Fluch Allahs auf wem? Auf den Ungläubigen. Und weiter heißt es nicht gleich davor, aber als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, da leugneten sie es. Und sie waren Kuffar dadurch. In einer anderen Ayah, in Al-Baqarah 101, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 101, Al-Baqarah 101. Und als ein Prophet von Allah zu ihnen kam, der das bestätigte, was sie bei sich hatten, also der das bestätigte, der ihre Bücher bestätigte, der ihnen bestätigte, dass ihre Offenbarung tatsächlich von Allah subhanahu wa ta'ala kam, ursprünglich in ihrer nicht verfälschten Form, und der ihnen genau das bestätigte, was sie in ihren eigenen Büchern vorfanden. نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ هُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Da hat ein Teil von ihnen, denen das Buch gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nichts wüssten. Schau, was Allah sagt, als ob sie nichts wüssten. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Als ob sie es nicht wüssten. Korrekter übersetzt, als ob sie es nicht wüssten. Also Allah möchte sagen, sie wussten es, aber sie haben sich so verhalten, als wussten sie es nicht. Als hätten sie es nicht gewusst. Ich werde inshallah jetzt hier Punkt machen und inshallah dann am Freitag das Ganze weiterführen. Also das ist, wie gesagt, das ist einmal einfach, um diese Grundlagen zu festigen, um das jetzt nochmals kurz zusammenzufassen, was wir heute gesagt haben. Wir haben anhand der Ayat, die wir heute erwähnt haben, und anhand der heutigen Aussagen, wir haben gesehen, dass ein Mensch nicht zum Muslim wird, wenn er einfach nur von der Richtigkeit des Islam überzeugt ist. Ein Mensch, der die richtige Überzeugung hat, der also die richtige Aqida hat, ist deswegen noch nicht Muslim. Muslim ist man nur dann, wenn man sich Allah subhanahu wa ta'ala fügt, sich Allah untertan macht, sich den Gesetzen Allahs ergibt, sich dem Willen Allahs ergibt, sich unter die Ordnung Allahs stellt, sich Allah hingibt, nur dann ist man Muslim. Und der Islam bedeutet Hingabe. Islam bedeutet Ergebung. Islam bedeutet, sich in den Willen Allahs zu ergeben, sich Allah hinzugeben, dem Willen Allahs hinzugeben, sich untertan zu machen, sich vor Allah zu erniedrigen. Das ist der Islam. Aber den Islam zu kennen, seine Richtigkeit zu kennen, von seiner Richtigkeit zu wissen, aber nicht nach ihm zu leben, nicht nach ihm zu regieren, nicht nach ihm zu agieren, das ist Kufr. Das ist Kufr. Und das ist der Kufr von Iblis. Iblis kennt die Wahrheit,
Aber er leugnet. Er weigert sich. Er leugnet an sich nicht. Er weigert sich. Er kennt die Wahrheit, aber er weigert sich. Er weigert sich, sich den Gesetzen Allahs zu fügen. Er lehnt es ab. Er lehnt sich gegen Allah auf. Und jeder Mensch, der sich gegen die Gesetze Allahs auflehnt, begeht den Kufr von Iblis. Und schau, Iblis, der Satan, der Kufr von Iblis geschah durch eine einzige Tat. Ein Schritt. Iblis, der Kufr von Iblis besteht darin, dass er sich gegen ein einziges Gesetz Allahs aufgelehnt hat. Und zwar gegen dieses Gesetz. Allah hat ihm gesagt, wirf dich nieder vor Allah. Und er hat gesagt, nein. Ich tue es nicht. Und das ist im Koran an vielen Stellen erwähnt. An vielen Stellen im Koran ist erwähnt, dass Allah zu Iblis sagte, wirf dich nieder vor Allah, wie er das zu allen Engeln sagte. Zu allen Malaika. Und die Malaika warfen sich vor Adam nieder. Sie nahmen diesen Sujud vor. Sujud und Tahiyya. Aber Iblis tat es nicht. Iblis weigerte sich. Und Iblis wurde zum Kafir, indem er nur eine einzige Sajda nicht verrichtet hat. Eine Niederwerfung. Allah subhanahu wa ta'ala wollte von ihm, dass er sich vor Adam niederwirft, und er hat sich geweigert. Er hat sich geweigert. Aus Arroganz, aus Überheblichkeit und aus Neid. Aus Neid gegenüber Adam. Hat er gesagt, nein, ich tue das nicht. Ich werfe mich nicht vor diesem Wesen, vor Adam, nieder. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Ich werfe mich nicht vor ihm nieder. Und das hat ihn zum Kafir gemacht. Das war eine Auflehnung gegen den Willen Allahs. Und dann denke heute mal darüber nach, was die Tawarit von heute machen. Die Regenten der heutigen Zeit, die Regenten der sogenannten islamischen Welt, die ja gar nicht mehr existiert. Die lehnen sich nicht nur gegen ein Gesetz Allahs auf. Die lehnen sich gegen alle Gesetze Allahs auf. Und die sagen dir konkret, wir bringen von der Scharia nur das zur Anwendung, was uns in den Kram passt. Und alles andere verbieten wir per Gesetz. Und wenn jemand es wagt, nach Scharia in unserem Land zu regieren, dann kann er von uns was erleben. Dann wird er verfolgt, wird entrechtet, wird gefangen genommen, sein Haus wird des Nachts gestürmt, er verschwindet in den Tiefen des Gefängnisses, er wird gefoltert. Wenn es jemand wagt, nach den Gesetzen Allahs zu regieren, dann tun wir das mit ihm. Und in unserem Land, die Tawarit sagen dir, in unserem Land regierst du nur dann mit den Gesetzen Allahs, wenn wir das zulassen, wenn wir das vorher erlauben, wenn wir das in unseren Parlamenten verabschieden. Das Gesetz Allahs hat keine Gültigkeit, nur weil es im Koran steht. Das Gesetz Allahs, selbst wenn es in Teilen zur Anwendung kommt und seine Gültigkeit findet, dann nur, wenn wir das zulassen. Wenn wir es erlauben, wenn wir dieses Gesetz Allahs nochmals im Parlament bekräftigen, bestätigen, legitimieren. Sonst ist es nämlich nicht legitim. Das muss zuerst einmal durch unser legislatives Organ, durch unser Parlament. Nur dann ist es Gesetz. Nur dann werden die Gesetze Allahs tatsächlich zu Gesetzen, an die sich die Menschen halten dürfen bzw. müssen. Aber wenn sie es wagen, die Gesetze Allahs zur Anwendung zu bringen, ohne dass wir diese Gesetze in unserem Parlament verabschiedet haben und ohne dass der König von Saudi-Arabien oder von wo auch immer das zugelassen hat. Wenn du es wagst, ohne die Erlaubnis des Königs nach dem Gesetz Allahs zu regieren, dann wirst du sehen, was mit dir passiert in der islamischen Welt. Und dann weißt du genau, was mit dir in der islamischen Welt passiert, in der sogenannten islamischen Welt. Denn die islamische Welt gibt es heute nicht. Wir haben also gesehen, dass ein Mensch, wenn er nur von der Richtigkeit des Islam überzeugt ist, dass ihn das noch nicht zum Muslim macht, dass die Gelehrten der Juden und der Ahlul Kitab von der Richtigkeit des Islam wussten und dennoch keine Muslime waren, und dass Iblis von der Richtigkeit des Islam weiß, mehr vom Islam weiß als die meisten Muslime, und dass er dennoch kein Muslim, sondern ein gewaltiger Kafir ist, wie das im Koran erwähnt ist. Das also als Grundlage, dass wir sehen, La ilaha illallah bedeutet nicht einfach nur an Allah zu glauben, oder an die Richtigkeit des Islam zu glauben. Das allein macht den Menschen noch nicht zum Muslim. Tayyib, jazakumullahu khairan.